Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die 1.0, immer noch in der Experimental-Version. Wir haben gerade Sonntag, am Donnerstag kommt die 1.0 offiziell raus und es gab ein riesiges Update gestern Abend. Und zwar die 3.2.6 kam raus und das war irgendwie ein Update von 10 GB. Die haben was mit den Welten geändert, wie die generiert werden und. Und es wurde einiges angepasst. Zum Beispiel kann man jetzt gezielt einzelne Slots im Inventar sperren. Man kann jetzt hier praktisch das Schloss aufmachen, dann kann ich bestimmen, welcher Slot genau gesperrt wird. Also wir können auch mittendrin einen Slot sperren, wenn ihr auf einer anderen Position euer Zeug habt. Also wenn ihr zum Beispiel euer Geld irgendwie hier unten hinlegt, damit ihr es besser im Blick habt, weil das ja von oben nach unten sortiert wird, dann könnt ihr das entsprechend hier sperren. Das wurde auf jeden Fall geändert, ist mir aufgefallen. Ob das farblich jetzt in Vanilla drin ist, weiß ich nicht. Ich habe ja noch diese Interface-Mod drauf, die auch einiges macht. Ja. Diese Folge entsteht an einem Sonntag, an einem Samstag und kommt an einem Sonntag raus. So wollte ich sagen. Wenn für euch die Folge rauskommt, müsste Sonntag sein. Und ich werde es jetzt so machen. Ich werde jetzt noch, wir haben 17:30 Uhr, muss ich mal beeilen. Ich werde jetzt praktisch noch 3 oder 4 Folgen aufnehmen. Und würde dann mit der 1.0 neu starten wollen. Even to an idiot like you. Ja, danke, Rack. Wir haben es noch nie gesehen. Ich bin übrigens hier gerade auf dem Weg zu Jen, weil ich Antibiotika holen wollte. Und ich habe unterwegs schon 2 Honig gefunden. Einen habe ich schon gegessen, der tickt auch schon runter. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob die hier Munition haben, weil da bin ich ja ein bisschen knapp dran mit Munition. High Power 48. Alles. Das ist doch schon mal gut. Oh, da bin ich auch fast pleite, sehe ich gerade. Wieso hat er 2 Slots? Achso, weil er mehr hat. Alles klar, okay, verstehe. So, hast du Honig? Du hast auch Honig für 240. Dann sind wir eigentlich schon durchgeheilt. Ja, ich bin ja schon weg. Müssten wir eigentlich gar nicht zu Jen weiterfahren, wa? Schaffen wir das noch zurück? Wobei das jetzt hier um die Ecke ist. Komm, wir fahren jetzt dahin. Ja, also zu meinen Plänen. Jetzt am kommenden Donnerstag kommt die 1.0 raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich an dem Donnerstag oder Freitag direkt weiter aufnehmen kann. Das muss ich gucken, wie es von der Arbeit her hinhaut, weil ich Spätdienst die Woche habe. Deswegen kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen, wann ich da genau weiter aufnehme. Allerdings will ich neu starten. Das war mir im Vorfeld schon bewusst, weil halt viele neue Posts dazugekommen sind, weil auch viele Dinge geändert worden sind, weil ich auch die Sachen anders angehen würde. Sprich, ich würde halt gerne... Oh, da ist ein Krankenwagen, da müssen wir mal reinschnuppern. Ich würde zum Beispiel schneller aufs Fahrrad kommen wollen und solche Sachen, somit meine Punkte in Grease Monkey setzen. Ich würde jetzt auch nicht so schnell wechseln, das Biom wechseln, wenn ich hier gerade mal eine 1er AK habe. Ich würde es weiterhin auf Warrior spielen, weil ein bisschen Herausforderung, habe ich gemerkt, macht mir doch auf jeden Fall Spaß, wenn man auch mal aufs Maul kriegt in den Poys und nicht nur da einfach durchrauscht und jeden Zombie mit einem Messerschicht dann wegmacht. Das ist ja dann auch ein bisschen langweilig. Mal gucken, Kartengröße würde ich mal angucken, würden wir vielleicht relativ groß machen, Briefkasten können wir gucken, das ist ein guter Hinweis. Ein paar Bücher gibt es immer. Ja, auf jeden Fall, also Neustart, ich denke mal dann für euch, wenn ihr jetzt die Folge seht, ist Sonntag, so Ende der Woche. Also so, ja, mal gucken. Also Release soll ja irgendwie Donnerstag sein, ob ich direkt starte, dann wird es am Freitag direkt losgehen, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Das sehe ich dann, wenn der Release soweit ist und die 1.0 erschienen ist. Ich würde auf jeden Fall wieder die Interface-Mod mit reinnehmen. Es gibt noch ein paar andere Mods, die ich eventuell einbauen würde. Ich habe gesehen, es gibt den Hühnerstall, wobei man sagen muss, die Hühner interessieren mich eigentlich eher nur wegen den Eiern, weil die halt zum Kochen gut sind am Anfang gerade. Müssen wir uns mal angucken. Es gibt auf jeden Fall so einen Hühnerstall-Mod, die wir auch in der Präpokalypse hatten. Und ansonsten schauen wir mal, was man noch so reinnimmt. Also wahrscheinlich erstmal nur mit Interface-Mod starten. So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt haben wir schon 18 und 19. Sie ist ungefähr 4 Kilometer entfernt, die Jen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich hier bleibe in dem Gebiet erstmal und dann am nächsten Tag erst zurückfahre. Können ja mal gucken. Vielleicht finden wir ja einen Crack a Book oder sowas hier in der Nähe, den wir gerade mal ausnehmen können. Wäre schon eine Nummer. Das Blöde ist, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben für die High-Power-Munition, das war irgendwie Quatsch. Hätte man auch normale 762 kaufen können. Aber wir gucken jetzt mal, ob sie Antibiotika hat, weil das ist mir das Wichtigste. Da müssen wir nicht ständig nach Honig suchen und wissen, auch eine höhere Verseuchung wird wieder geheilt.
So. Guck mal, die hat doch eine richtig große Stadt in der Nähe. Lass uns mal hier reingehen. Ich glaube, ich hatte doch alles hier gelootet, oder? Hier war noch ein Container oder so. Der ist voll. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich glaube, die Werkbänke habe ich beim letzten Mal schon leer gemacht, als ich sie besucht hatte. Hallo. Guten Tag. Na, hallo? I never get tired of only real meds here. Da hat sie Antibiotika. Hat sie aber nur einmal, nehme ich aber trotzdem mit. Dann hast du Honey, hast du nicht. Hast du 762, du hast auch nur die teure High Power. 65 kann ich mir eh nicht leisten. Das Buch kann ich dir verkaufen. Das brauche ich persönlich nicht. Nee, da würde ich jetzt nicht das Geld ausgeben, das macht für mich keinen Sinn. Können wir mal nach Büchern gucken, was er noch da hat. Ich hätte gern ein Auto, ne? Armored, Electrical, Southern Farming, Bowhunters, Medical. Hätte ich bei Wrecked auch gucken können vorhin. Nee, sieht nicht so aus, als hätte sie irgendwas Interessantes. Wasteland Treasures. Ah, das ist mit dem Brass. Ja, komm. Was sollen wir mit unserer Kohle? Außerdem haben wir zu Hause noch jede Menge Dukes in der Kiste. Nehmen wir doch alles mit hier, würde ich mal sagen. Ne? Also Brass auseinanderbauen ist auf jeden Fall cool. Ja, also wie gesagt, ihr seht jetzt diese Folgen. Ich wollte euch nur darauf vorbereiten, dass wir neu starten werden. Und manche so, noch gar nicht weit gespielt. Ja, aber 1.0 bringt halt, oder die letzten Updates dazwischen, die bringen halt schon sehr, sehr viel anderen Kram mit rein. Den ich auch mitnehmen will. Also gerade Poison dazugekommen. Es wurden Anpassungen vorgenommen. So, jetzt haben wir 19 Uhr. Oh, der Honig tickt nicht mehr. Achso, so funktioniert das ja nicht. Ein Honig hinterher. Und dann müssten wir bei 3% landen am Ende. So, wir haben ja gelernt, wir können hier die Polizeiautos gefahrlos öffnen. Also gefahrlos in Form von Alarmanlage und eine geschallert kriegen. Was ist denn das für ein Gebäude hier schräg gegenüber mit der Lichterkette davor? Sieht aus wie der Honigstand oder so ein Gemüsestand. Aber in der Art kenne ich das Ding noch nicht. So, komm. Ein Bierchen hat man uns geschenkt. Was ist das für ein Stand hier? Gemüse? Gammel. Gut, das erwartest du, wenn du irgendwie so einen alten Gemüseladen auseinandernimmst. Oh, kommen wir nicht rein. Na? Ist ja gut, beruhige er sich. Hä? Ach du, von da? Rennst du? Ist das ein Rennen? Du bist langsamer unterwegs, ne? So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Überleben wir hier und fahren am nächsten Tag zurück? Oder fahre ich durch die Nacht? Ich meine, durch die Nacht fahren ist eigentlich auch überhaupt kein Problem. Da kommst du auf jeden Fall auch an. Aber hier die Zeitung nehmen wir natürlich alles mit und das Polizeiauto, würde ich sagen. Oh, ah, guck mal hier. Jetzt haben sie mit Loot anscheinend auch noch angepasst. Du bist ganz schön schnell unterwegs. Guck mal, mehr Papier als Bücher. Das ist schon mal gut, weil das war doch ein bisschen viel. Achso, Polizeiauto wollte ich ja noch. Ja, wie gesagt, also Neustart. Dann zum Freitag, würde ich mal sagen. Oder zum Wochenende, das sehen wir dann. Und dann schauen wir mal, dass wir uns... ich habe keine Dietrich mehr. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, das ist schlecht. Working Stiff Tools. Nee, da wollen wir nicht rein. Ein Crack a Book würde ich jetzt noch mitnehmen. Ein Shotgun Messiah. Der Poi ist auf jeden Fall ein bisschen groß, um jetzt hier mal schnell reinzugehen. Ja. Okay. Ja, sieht jetzt nicht so aus. Es ist hier nur ein kleiner Teil, der anscheinend irgendwelche größeren Gebäude drin hat. Dahin ist der Vet. Der Tierarzt übersetzt.
Das ist ein, warte mal, aber hier ist eine Werkstatt. Wie viel haben wir denn? Komm, wir haben so viel Zeit, wir gehen jetzt mal hier in die Werkstatt. Vielleicht haben wir ja Glück und finden das eine Buch, um ein Minibike herzustellen. Das wäre doch ein schönes Ding. Und dann müssen wir halt so eine Nachtfahrt machen. Oh. Mahlzeit. Kotze auf die Gas. Okay, die scrappen wir, die werfen wir weg. Papier werfen wir weg, brauchen wir nicht. Die Blaubeersamen, die Erde. Na? Ui, hat er die. Geht doch. Merkt man schon einen Unterschied hier in dem Gebiet, ne? Da kannst du noch die Zombies messern. Das ist im Schneegebiet nochmal eine andere Nummer. Hä? Kann ich nicht durch? Okay, warte. So. Hallo? Hallo? Rennt hier jetzt jemand? Wie lange denn? 19 Uhr. Nee, rennen noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall den Poi geweckt. Da ist auch jemand wach geworden. Ich werde doch hier mal jetzt durchstechen können. Steh mal wieder auf. Ich mach schon auf. Ey, nicht auf das Auto, das explodiert doch. Und wir wissen beide, was dann passiert. Eine Lichtmaschine. Ja, ich habe keinen Dietrich dabei, jetzt in den Keller hüppen, ist auch irgendwie auch eine Nummer und ich werde mich jetzt auch nicht hinstellen und werde... Oh! Iron Crossbow! So, jetzt gibt mir das... Da geht's auch nicht durch. Hier ist der Hauptlootraum, ne? Da kommen wir jetzt aber eh nicht eben mal rein, glaube ich. Wie kommen wir hier am besten rein? Wie stabil ist so eine Tür? So, wir haben 20.19 Uhr. Ich denke mal so Viertel nach neun, also in einer knappen Stunde Ingame-Zeit, müssen wir wieder losfahren. Dann mache ich hier doch mal auf. Ganz schön stabil. So, warte mal. Kann ich jetzt hier den Zombie vielleicht aktivieren da hinten? Ja, kann ich. Oh, vorbei. Da liegt auch noch jemand da hinten. Gib mir meine Pfeile wieder. Danke. Oh, da ist ein Rage. Was ist mit dem Bogen los? Der Bogen ist irgendwie verbuggt. Jetzt geht's. Kommt da noch jemand? Ne, ich mach jetzt hier auf. So, 20.30 Uhr. Der ist da, da könnte ich aufmachen, das will ich aber nicht. Ah, das Ding ist... Crossbow Balls, die brauche ich nicht. Das kann ich scrappen. Oh. Also darf ich mich hier nicht verzetteln. Hier ist noch ein Medizinkasten an der Seite, sehe ich gerade. Da ist auf jeden Fall noch ein Medizinbuch drin, das ist gut. Komm, gib mir jetzt das eine Buch fürs Minibike. Muss sich doch gelohnt haben, dass wir hier noch... Da ist es. Da ist es! Sunny!
da war's dabei. Minibike. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal... springe ich hoch. Müssen wir ganz kurz hier mal aussortieren. Die kann ich scrappen, die Steine muss ich mitnehmen. Und das Blei brauchen wir auch nicht. Und das Holz müssen wir auch nicht mitnehmen. So. So, raus hier. Sehr, sehr nice. Da können wir doch hier zum krönenden Abschluss können wir noch ein Moped bauen. Ey, ist mein Fahrrad. Geht da weg. Hauen die sich gegenseitig? Die haben sich gegenseitig gehauen, wa? Oh, ein kleiner Stoppie hingelegt. So, wir wollen wieder nach Hause. Es gibt jetzt natürlich eine ganz schöne Nachtradeltour. Da wollen wir hin und das ist da drüben in 4,5 Kilometern. Na gut. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns dann zu Hause wieder. Bis gleich. Alter, da komme ich nach Hause und direkt hier eine Schreierin vor der Tür. Ich krieg die Krise. Wo sind sie hin? Da. Wo sind die rein? Machen die mir jetzt unten die Bude wieder klein? Da war auf jeden Fall auch ein Feraler mit dabei. Oh. Ui, das hat aber gespritzt. Hui. Bleib liegen. Haben wir sie jetzt alle. Und ein Repair-Kit brauchte ich noch auf die Schnelle. Ich glaube, das war's, oder? Was bist denn du für einer? Ich habe nur noch 10 Schuss. Habe ich jetzt echt 150 High-Power-Ammo mal durchgesäbelt? Okay, warte mal. Probier das so. Steh auf. Oh. Wow. Das ist der neue Wolf. Unnötig, aber dafür hatten wir Spaß. Alter Vater. Haben wir noch irgendeine Waffe da? Ich frage für einen Freund. Rein raus, Action. Ja. Wo ist denn der Wolf jetzt hin? Okay, wir brauchen jetzt, aber wir müssen uns erstmal bandagieren. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal hier eine Bandage. Dann hole ich mir mal ganz kurz was zu trinken zu essen, bevor ich mich um die unten kümmere. Immerhin sind wir nicht verseucht, das ist schon mal gut, ne? Und wir haben jetzt Antibiotika, das legen wir auch mal schön hier hin. Den Honig stecken wir uns ein. Und die Munition sortieren wir hier nochmal durch. Okay. Auch gut. Wo ist er hin? Ist der Wolf noch am Leben oder nicht? Was meint ihr? Ich wollte was essen und trinken, hatte ich gesagt, ne? Trinken haben wir auf jeden Fall. Da haben wir noch einen Eintopf. So, auf 60. Ja, das müsste eigentlich reichen, ne? Das haben wir da nicht drin. Das Eisen können wir auch da reinmachen. Was ich gerade höre, dass mein... Das nehmen wir mit, das Messer. Dass hier mein Ofen noch brennt. Ah, da gibt es auch eine Mod. Ich habe ja von Mods gesprochen. Da gibt es eine Don't Waste Your Fuel.
Das werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Da gibt es nämlich eine Mod, die praktisch das Verbrennen unnötigerweise von der... Die haben hier schon wieder ein Loch reingeschlagen. Von dem Brennmaterial verhindern soll. Haben wir was zum Reparieren dabei? Nee, haben wir nicht. Ich würde nämlich gerne mal... da meine Bude wieder reparieren. Ah, warte mal. Ich stock mal unseren Vorrat an Kohle auf. Wobei, den brauchen wir nicht komplett, ne? Den können wir ja... Machen wir so mal. 1000 reichen. Den Rest müssen wir noch verkaufen. Hier können wir noch ein paar Dollars drauflegen. Das haben wir... Das haben wir... Und hier ist auch noch ein bisschen Munition. Ein bisschen Hülsen haben wir noch. Wir müssen halt Schießpulver herstellen. Dazu müssen wir farmen gehen, ne? Aber wir waren ja beim Minibike, ne? Wir wollten ja ein Minibike herstellen. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt machen können. Ich meine, wir hatten schon ein Chassis gefunden, oder? Hatten wir nicht ein Chassis gelootet oder war das ein anderer Spielstand? Da. Minibike-Chassis. Da können wir uns das Material sparen. Das können wir schon mal rausnehmen. Und dann brauchen wir die Handlebar. Da machen wir auch hier einen Track. Dann nehmen wir mechanische Teile. Federn. Eine Lampe, elektrische Teile, wo sind die? Da. Und ein paar Röhrchen. Nice. Ein Handlebar bitte. In 1,30. Was brauchen wir denn sonst noch fürs Minibike? Ah, Zementmixer haben wir auch hergestellt. Siehst du mal, was wir alles gemacht haben. Also, wir brauchen zwei Räder, einen Motor und eine Autobatterie. Da die Bille gelangt, nehmen wir die. Zwei Räder. Ein Motor. Da fängt der Hamster an zu humpeln. Das heißt, wir müssen jetzt einen Motor besorgen. Da vorne steht ein Auto. Ist hier noch jemand unter mir gerade? Hier knurrt doch noch jemand. Dann nehmen wir mal das Auto hier vorne auseinander. Vielleicht haben wir ja Glück, da ist ein Motor drin. Ich frage mich, wo der Wolf hin ist. Da ist ein normaler Hundi. Warte mal. Ach, das ist doch blöd. Da siehst du ja nichts hier durch das Ding durch. Wo ist ein Bauwau? Jetzt steht er hinter der Laterne. Er weiß genau, was kommt. Da ist er. Sehr gut. So. Wrench raus. Gib mir einen Motor. Ich will mobil unterwegs sein. Ich freue mich voll aufs Minibike irgendwie, ne? Also wir werden auf jeden Fall dann, wenn wir einen Neustart machen, werden wir auf jeden Fall in Grease Monkey einen Punkt reinsetzen, damit wir schneller an die Moped-Sachen kommen und so weiter. Das hoppert durch die Punkte, dass wir dann die Chance auf die Bücher, die wir brauchen, erhöhen können. Genauso, dass ich hier, dass wir so schnell ans AK kommen und Co. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich freue mich schon. Bin sehr gespannt, was eventuell zum 1.0er Release jetzt doch noch reinkommt. Vermutlich wahrscheinlich jetzt nicht wesentliche Sachen, aber... Komm, gib mir einen Motor jetzt hier. Marp. Da stehen noch Autos. Da drüben steht auch noch ein Auto. Da ist noch ein Hund. Da läuft noch ein Zombie. So viele, ne? Wenn ich die jetzt aktiviere. Da ist ein Spider-Zombie, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da hinten läuft noch ein Hund. Sag, wie viele Hunde spawnen hier nachts? Aber eine große Wauwau war am besten. Ich habe jetzt gedacht, ich mache den locker weg. Aber dann hat der Wolf sich gedacht, nee, dich mache ich locker weg. Okay. Natürlich bist du feral. Warum auch nicht?
Okay. Geklärt. Ah, schön. Tja, da ist es soweit. Am kommenden Donnerstag, den 25.07., sind wir dann offiziell in der finalen Version. Das heißt natürlich nicht, dass die Funpimps nicht weiterentwickeln. Was? Sehe ich zum ersten Mal. Da haben wir einen Motor. Sehr, sehr nice. Schee. So, Moped incoming. So. Okay, da haben wir Handlebar. Das bedeutet, wir können uns offiziell ein Moped bauen. Sehr schön. So, einen Zementmischer haben wir noch. Den können wir auch mal direkt aufstellen. Dann können wir nämlich unser Fundament hier ein bisschen verstärken. Wo stellen wir dich hin? Hier rechts neben die Werkbank. Hat mal einen Abstand zur... Boah, das kann man machen, oder? So, was haben wir denn noch abgeschlossen hier? Das hat doch eben... Da, Zementmixer haben wir abgeschlossen. Was fehlt denn hier sonst noch? Craft Pipe Bob, 20 Stück. Ich glaube, da brauchen wir Sprengpulver. Das kriegen wir nicht so leicht hin. So, noch 50 Sekunden, meine Damen und Herren. Das ist natürlich sehr schön. So, hier können wir auch ein bisschen aufrücken. Und den Honig können wir hier reinmachen. Das Messer haben wir gebraucht, weil wir irgendwas jagen wollten. Das haben wir auch noch nicht erledigt, meine ich. Bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Wir brauchen unbedingt eine neue AK. Die geht ja so schnell kaputt. Nur noch eine AK herstellen. Level 2. Wie weit sind wir denn von den Skills? Sonst hätte ich gesagt, gehen wir lieber nochmal auf die Suche, dass wir noch einen Bücherladen oder sowas finden. Das ist Rifles. Da sind wir 9 von 10. Nee, das ist nicht Rifles, Machine Guns. 2 Punkte noch. Noch 2 Magazine, dann wären wir auf Level 3. Nee, bevor ich jetzt den Kram verschwende. Da ist es. So, ich hätte gerne ein bisschen Sprit. Haben wir auch. Machen wir es hier oben erstmal fertig, würde ich sagen, das Moped. Das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen, das neue Moped. Cool, diese fette Sitzbank da drauf, viel zu groß. Sehr schön. So, 1000 Einheiten sind raufgegangen. Okay. So, was kann denn das Ding noch? Man kann doch hier noch modifizieren, ne? Das ist Storage, wie viel hat's? Okay, 3-mal so viel wie das Fahrrad. Und dann gibt's hier diese Mods. Haben wir schon sowas in der Sache, dass wir hier Mods reinmachen können? Waffen... Stealth Boot Mods. Ist ja krass. Die können wir anscheinend schon herstellen. Ah, Medium Heavy Boots. Aber ich glaube, wir haben ja leichte Rüstung, oder? Haben wir Medium? Ne, was ist unsere Rüstung? Ist das Medium? Attacks Medium. Ah, ja, cool. Dann wäre das doch, das wäre doch super. Stealth. Noch leiser unterwegs. Okay, 5-mal. Das ist Stahl, ne? Machen wir so. Plaste und der Last. Aber gerade so mit 67. 2-mal Duct Tape. Puh. Das wird, wir haben 11-mal Kleber und wir haben Läppchen. Dann das mal herstellen, würde ich sagen. Okay, Duct Tape haben wir auch. Mechanische Teile haben wir auch. Und Nähzeug haben wir auch. Ja, perfekt. Bitte einmal ein Stealth Mod. Dürfen wir nur nicht vergessen rauszunehmen, wenn wir später die Rüstung wechseln, ne? Ja. Okay. Eine Minute 12. Komm, wir fahren mal eine Runde. Hat das Ding eigentlich automatisch Licht? Ne, hat's nicht. Gibt's eine Headlamp oder wie heißt denn das? Headlamp? Vehicle da. Das suche ich.
Kann ich auch schon herstellen. Na dann, let's go. Wir brauchen noch Licht in der Karre. Plaste fehlt. Kriege ich. In Plastik. Ach, hier sogar direkt eine Quest abgeschlossen. Oh, hier fehlt eine Wand. Moment. Zack. Haben wir einen Hammer noch einstecken? Habe ich natürlich nicht mehr einstecken. Müssen wir auch wieder reparieren, ne? Die haben hier alles zerdengelt. Na gut, das Haus haftet da vorne dran. Ich meine, so ein Vordach ist grundsätzlich nicht gut. Normalerweise müssten wir das Vordach abreißen. So, 5-mal Stahl. Also hat man schon reingelegt. Ne, Moment, das ist Stahl, ist das? Deswegen zählt das nicht. So, jetzt haben wir es. Dann elektrische Teile haben wir da. Und Ladeuchten haben wir hier. Cool. Haben wir auch gleich ein Licht im Moped. Gibt's denn, heißt das unter Vehicle? Vehicle, Bicycle, Vehicle. Hier, Reservetank. Könnte man auch alles schon herstellen. Ist ja richtig gut. Wir haben echt gute Sachen gefunden, muss man sagen. Ich hätte lieber den Turbo-Mod. Aber das ist alles noch gesperrt. Nee, Supercharger ist alles noch unter ferner liefen. Na gut, ich sortiere mich kurz und wir fahren gleich mit dem Moped los, würde ich sagen. Bis gleich. So, einen wunderschönen guten Morgen. 4.24 Uhr mittlerweile. Ja, die Stealth Boots Mod war sinnlos. Ich habe nämlich schon Stealth Boots an. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wusste nicht, dass sie zu 100% leise sind. Man sieht es hier oben. Stealth Sprint Noise minus 100%. Also von daher macht das Ding nur Sinn, wenn wir irgendwelche anderen Schuhe aus den Sets anhaben. Jo, warte mal, das gehört aber auch nicht da rein. Hier haben wir Kleidung, ne? Dann packen wir es hier in die Kleidungskiste. Aber wir haben die Ladeuchte für unser Moped. Von daher bauen wir die jetzt mal ein. Und schon ist da vorne eine Ladeuchte dran. Das sieht ja cool aus, sehe ich ja jetzt erst. Das ist wie eine von den gelben Taschenlampen, die da einfach reingesetzt ist. Ah. Oh, geiler Sound. Cool. Das klingt gut. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Fahrrad nur wegbringen. So, damit das hier draußen nicht, bevor dann zwei da stehen und irgend so ein feraler Zombie damit rumtuckert, ne? So, wo stellen wir dich hin? Fahrrad machen wir hier in den freien Raum, oder? So. Zack. Wunderbar. So, lass mal gucken, ob wir hier in der Stadt was finden. Jetzt sind wir ja einigermaßen schnell unterwegs. Doch recht zügig, oder? Uiuiui. Wenn ich mit Shift beschleunige, hast du sowas wie ein Turbolader. Das klingt zumindest so. Ui. Und schon 3% kaputt, weil ich an so blöden Bordsteinkanten hängen geblieben bin. Nee, jetzt ist hier beim Nachbar gegenüber, liegt hier die Zeitung, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt finde ich hier in einem Briefkasten, finde ich die... Naja. Okay. Lucky Looter, die kennen wir alle schon. Sind jeweils $100. So, was haben wir denn? Hier ist so ein riesiger Crack-a-Book. Waren wir schon drin? Waren wir hier drin schon und haben nach Büchern gesucht? Ich glaube ja, oder? Ja, ist alles leer. Haben wir schon leer gelootet. Ja. Da haben wir ein Pass in Gas. Also mir wäre es jetzt ganz lieb, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Military-Lager finden würden oder sowas. Da ist ja die Chance auf Munition relativ hoch, würde ich mal behaupten. Irgendwie sowas in der Art, dass wir ein bisschen mehr Munition haben, weil die Poys, die wir jetzt als nächstes machen können, sind ja alle auf jeden Fall...
Nee, ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe mich festgefahren. Okay, vor... Das fährt sich aber ein bisschen mehr... Huhn, warte! Warte, Huhn! Oh, das Huhn ist geflüchtet. Hinterher. Huhn! Warte! Ui. Okay, ich hab's. Ich hab das Huhn. Jetzt den Zombie. Das ist mein Huhn. Lass mein Huhn in Ruhe. Okay, warte mal. Ich muss hier das Messer kurz austauschen. Jetzt haben wir auch die Challenge komplett. Sehr schön. Oh, der Tankstellenbesitzer erhebt Anspruch auf das Huhn, habe ich das Gefühl. Jetzt auch das Huhn. Schon weg. Genauso wie dein Arm. So, jetzt haben wir die Challenge completed. Jetzt schauen wir hier mal ganz kurz rein. Da, jetzt haben wir nämlich die Reihe haben wir komplett. Ne? Ist alles erledigt. Was wir noch machen müssten, Pipebombs herstellen. Wir sollen Zement mixen, eine Chemiestation und 100 Mal Sprit herstellen. Das dauert allerdings noch. Joel haben wir noch nicht getroffen. Cool. Sehr, sehr nice. Hat er nicht auch eine Hupe gehabt? War das irgendwie mit... was war das? X? Ha, cool. Gut, dann mache ich jetzt so. Ich fahre nach Hause, stelle mir noch ein paar Dietriche her. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal schauen. Ich weiß nicht, was ich für eine Quest noch angenommen hatte. Ob wir die nächste Quest machen oder schauen wir uns vorher an, was das für ein Gebäude ist. Das haben wir schon gelehrt, das Auto. Das sehen wir dann. Das Pfeifen, wenn man Gas gibt, das gefällt mir. Sehr schön, wir sind mobil unterwegs. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, ihr hoffentlich auch. Wie gesagt, Neustart ab dem Release dann. Das müsste dann, wie gesagt, Ende der Woche sein. Also wenn ihr, jetzt seid ihr in der Sonntagsfolge. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Folgen, damit ihr unter der Woche auch was zu schauen habt mit 7 Days. Und Ende der Woche geht's dann los, wenn die finale 1.0 erscheinen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und ihr euch hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.